Einen wunderschönen guten Tag und hallo, ich begrüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Field of Glory Medieval 2. Wir versuchen jetzt die zwei Schlachten endgültig für uns zu entscheiden und mal sehen, was passiert. Okay. Hier waren wir Franzosen, ne? Ja. Ist okay. Flankenangriff. Ach, interessant, dass der das auch noch tut zu Beginn sein und meiner Runde. Warum auch immer. Okay, das war gerät in Panik, damit haben wir gerechnet. Das ist klar. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also mit so einem harten Hit von den Armbrustschützen. Die treiben wir gleich da runter. Ja, das geht aber. Ja, wobei wir haben jetzt gut wieder einen auf den Sack bekommen. Und die Schlacht können wir kurz fechten. Den Rest würde ich jetzt erstmal noch sein lassen. Okay. Ihr dreht euch mal nach da. So. Ja. Weil die noch jagen, okay. Du gehst mal nach da. Unsere gepanzerten Sperrtrümpfer bergauf. Truppenqualität. Nahkampf. Bergauf, Schwert, Kunstrüstung, Vorteil, Truppenqualität. Unseres geschwächt, ja. Okay. Das sollten wir machen können, ja. Das sollte gehen, ja. Ich weiß, das kriegen wir da ziemlich hart auf die Fresse. Aber nächste Runde können wir hier nochmal mit einem auf die Nase geben. Ja, das ist okay. Bleib mal noch da. Kannst du dich noch drehen vielleicht? Nee, du kannst dich nicht mehr drehen. Wo haben wir noch was? Da haben wir. Jag mal. Eine Runde noch, dann ist der vom Feld. Oh. Moment. Ah, schade. Probieren wir mal so. Ja. Okay, der muss die Schlacht führen. Da wird jetzt droppen. Naja. Ah, das ist nicht mehr so toll, wie es mal war. Okay. Ist nicht mehr so toll, wie es mal war. Das ist okay. Vielleicht hätte ich hier diesen Angriff starten können. Ja, ich seh's. Vielleicht kann ich den nächste Runde verwenden, noch nicht jetzt. Der steht eigentlich ganz gut.
Einfach nur so sich positionieren. Reicht schon. Ah. Okay, der hat auf jeden Fall gut wieder aufgeholt. Müssen wir mal schauen. Also die mittlere Flucht, die hat mir jetzt immer noch was gebracht, aber es hält sich in Grenzen. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt verläuft. Weil die linke Flanke ist schon ziemlich stark von ihm. Aber das hier sollte doch kommen. Komm, Ladies. Ja, das war ja uns klar. Das sind die zwei Einheiten, die gepanikt sind. Das war für uns auch klar, dass wir die schlagen. Aber wir konnten ja eventuell drei schlagen. Da gehört die drunter. Ja, 25, genau. Die hier auch. Genau die auch. 28. Ja, das sollte jetzt dieses Mal funktionieren. Zermürbt. Oh, hervorragend. Komm, komm, komm. Ah, schade. Gesammelt, sehr schön. Das war wichtig, dass wir das standhalten. 31, ja. Hervorragend. Und da haben sich nochmal welche ganz knapp von uns gesammelt. Das ist so lucky, weil ich glaube, jetzt ist die letzte Runde. Sehr wohl. Sehr gut, sehr gut. Also, der Feind hat den Mut verlassen. Und der Feind hat den Mut verloren. Sie haben gewonnen. Ich kann leider nicht jetzt nochmal irgendwie was machen, aber für den wäre es jetzt auf jeden Fall eng geworden. Aber andererseits hätten wir hier jetzt locker, flockig gut uns schlagen können. Mich wundert es nur, dass ich... Obwohl, nee, die Schlachten hat er gemacht, alles klar. Weil hier hätte ich vielleicht jetzt nochmal Punkte holen können und hier Punkte. Dafür diese Punkte verloren, also ist schon okay. Wir haben mit 22:58 gewonnen. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Sieg. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch mehr mit den Franzosen hier auf der anderen Seite, dieses Spiel zu gewinnen. Mal kurz in die Statistik eingesehen, getötet. Passt, verwundet, ja. Gefangen und desertiert, da haben wir... Achso, ist bei französischer Seite richtig übel. Die haben halt... Verluste sind halt fast gleich, ne? Das ist... Oh, aber Kavallerie hat richtig verloren, ne? Kavallerie und... Ja, okay, ja. Ja, ja, ist okay. Der hat 57% seiner Prozent seiner Armee verloren. Ich gerade mal 14% und... schreiben wir dir mal auf jeden Fall hier GG. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.